Jetzt will ich mal die verschiedenen bisher gelernten Elemente ein wenig zusammenbringen und ein wirkliches Programm schreiben, mit dem wir Daten aus verschiedenen Datenbanken darstellen können. Dazu importiere ich erstmal ein paar verschiedene Sachen, Pandas, Matplotlib und Interact von diesen IPy-Widgets. Und als erstes lade ich dann mal einen Datensatz rein und das soll sein, wieder ein GeoRock-Datensatz und zwar sollte sein Buster Creighton CSV. So, jetzt will ich das ein ganz klein bisschen anders machen, das wird dann nachher noch klar. Und zwar will ich diesen Buster Creighton hier, diesen Teil hier, also das Ganze ist ja eigentlich ein String, vielleicht so rum an, das Ganze ist ein String. Und das hier will ich ein bisschen flexibel halten, deshalb nenne ich das mal Locality. Und das ist dann dieser Buster Creighton, ein String natürlich. Okay, man kann hier doppelte Anführungszeichen machen oder einfach, das ist eigentlich egal. So, dann muss ich den String hier zumachen. Und dann schreibe ich hier rein Locality. Und dann wird aus dem Ganzen hier ein String, nämlich der, der den Pfad darstellt. Sehe ich auch gleich, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Kategorien ausgeben lasse, dann funktioniert das und die Kategorien kann ich hier sehen, das sind einzelne Elementnamen. Dann brauche ich diese Kategorien eigentlich nicht, ich weiß einen Elementnamen, das reicht eigentlich, sodass ich hier erstmal die Daten einladen kann. Und jetzt fange ich mal ganz einfach an und mache zuerst mal ein Scatterplot, wo ich aus diesem Dataframe jetzt beispielsweise, und ich will die gleich mal schon nennen, ich nenne die mal X-Data und dann aus dem Dataframe die Y-Data rausnehmen, wobei X-Data zum Beispiel Magnesium sein soll und Y-Data Silizium, die nehme ich eigentlich immer gern, weil da weiß ich auf jeden Fall, dass da Daten vorhanden sind und das Ganze funktioniert auch hier. Und dann will ich euch gleich das Ganze hier schon mal als Befehl darstellen lassen. Also, ich nehme das als Befehl und mache devplotData und da gehen dann rein die xData, die xData und die ydata. Und ein Doppelpunkt, da muss ich es hier einrücken, damit es auch funktioniert. Und als Return bekomme ich dann hier den Plot. Und das mache ich dann hier im nächsten, also Plot Data. Und dann schreibe ich zum Beispiel rein Magnesium und Silizium. Und dann bekomme ich den Plot. Funktioniert also wunderbar. Dann kann ich den Teil hier oben schon mal wegmachen, den brauche ich dann hier gar nicht mehr. Und dann will ich tatsächlich auch gleich mal einen interaktiven Befehl hier raus machen. Also ich schreibe hin Interact, da soll das Ganze hier rein, Plot Data und jetzt ist ja so, dass man hier die X-Data stehen, das sollen gleich eine Reihe von Elementen sein, eine Liste von Elementen, die werde ich gleich noch definieren und auch Y-Data. Und die sollen die gleiche Elementliste haben. Und dann muss ich diese Elementliste definieren. Also Elements ist gleich, das ist natürlich keine mit den geschweiften Klammern, sondern eckige. Ich wollte die nur schon mal haben. Und dann nehme ich noch ein bisschen was anderes dazu, zum Beispiel Aluminium, vielleicht Natrium und mal Europium. Dann Spurenelement wird nachher noch klar, warum ich das hier nehme. Dann führe ich das Ganze mal aus und dann funktioniert das schon wunderbar. Magnesium, Aluminium oder auch gegen Natrium und so weiter. Jetzt soll der Plot aber noch ein bisschen besser aussehen. Mit besser meine ich, es sollen hier auf die X-Achsen die Elemente drauf und dann möchte ich auch noch, dass ich einstellen kann, ob hier Gewichtsprozent oder ob hier
ppm stehen. Also, da muss ich hier oben, und ich mache das jetzt mal drüber aus Gründen, die auch gleich klar werden, schreibe ich jetzt mal rein, if. Und dann definiere ich hier einen Parameter, den ich mal xppm. Also wenn das xppm sein soll. Wenn das wahr ist, dann soll der Plot-Label, x-Label, soll sein die x-Data plus und dann hier Weight, und in dem Fall sind es dann ppm. Ja? Also wenn dieser Parameter wahr ist, dann soll hier auf dem x-Label die x-Data ausgegeben werden mit weight ppm. Jetzt muss natürlich xppm, diese Parameter, der muss irgendwie auch noch in den Befehl mit eingegeben werden. Deshalb muss der hier oben mit hinten hin als xppm. Ich lasse das mal so für den Anfang und führe das mal aus. Jetzt muss ich hier unten bei Interact, muss dieser xppm auch auftauchen. Hier xppm, und der muss einen Wert zugeordnet bekommen. Ich mache das jetzt mal auf true, also auf wahr. Dann führe ich das aus. Und jetzt bekomme ich so eine Checkbox, die ist angehakt. Und das heißt, dass hier unten Magnesium steht in Gewichts-ppm. Und da stimmt ja auch, dass hier ist ein Gewichts-ppm. So. Jetzt mache ich hier oben noch ein, kannst du mal kurz ein bisschen größer machen, ein else-Statement rein. Else plot x-Label, also wenn das nicht Weight-ppm sein soll, auch wieder die x-Data plus und dann sind das hier Weight-percent. So, wenn es Weight-percent sind, dann müssen aber offensichtlich die x-Daten, das sind ja die hier, durch 10.000 geteilt werden. Und deshalb, also das Ganze, das hier muss multipliziert werden mit einem Faktor oder geteilt werden durch einen Faktor. Ist egal, ich multipliziere es mal mit einem 0,00001. Das ist dann das Gleiche, als würde ich, ich mache es immer so, als würde ich es mit 10.000 teilen. Ich schreibe hier aber nicht das hin, sondern ich schreibe mal hier hin x-Conversion. Und dann schreibe ich hier oben bei else hin, also bei diesem else, soll außerdem dieser x-Conversion soll gleich 0,00001 sein. Also, wenn diese x-ppm nicht true ist, sondern false, wird das hier ausgeführt. Das heißt, da steht x-Data da und Gewichtsprozent und diese x-Conversion ist 0,001. Und dann gibt es hier das hier mal x-Conversion, also das mal 0,01, und dann sollten das hier Gewichtsprozent sein. Jetzt sollte allerdings, wenn das hier wahr ist, dann bekommt diese X-Conversion keinen Wert, was immer nicht so optimal ist. Deshalb mache ich hier auch eins rein und mache einfach mal 1. Die Daten sind ja in ppm, das heißt hier mal 1, dann kommt das Gleiche raus. Dann führe ich das aus, führe ich das hier aus, und jetzt habe ich unten Gewichts-ppm. Und wenn ich das jetzt wegklicke, habe ich hier unten Gewichtsprozent. Das ist natürlich wunderbar. Meistens vor mit Gewichtsprozent anfangen, deshalb setze ich hier mal xppm auf false. Und dann sieht es so aus, die Checkbox ist nicht angeklickt. Dann klicke ich hier auf zum Beispiel ppm und dann ist es ppm. Und jetzt möchte ich das gleich für die y-Achse, das ist ja nicht besonders schwierig, dann kopiere ich das alles hier. Aufpassen beim Kopieren, immer gefährlich, geht immer irgendwas schief. So, also muss ich hier anfangen. Das sind dann die yppm, eine Variable, die muss hier oben auftauchen. Das ist ja ein Wert, der hier übergeben wird in diesen Befehl rein. Der muss also hier unten auch in interact auftauchen, hier hinten. Und zwar ebenfalls als false. So, da muss ich hier oben weiter gucken. yppm, da steht hier xdata. Hier müssen natürlich auch ydata stehen dann. Das hier soll das Y-Label sein. Eigentlich ist es sinnvoller, fast das neu zu schreiben. Dann übt man es auch gleich. Ein bisschen macht eigentlich mehr Sinn. Ich mache es eigentlich meistens lieber so. Bei Eltern auch wieder Y-Label. Y-Data. Und hier Y-Conversion. Dann führe ich das aus. Und schaue mir an, wie das aussieht. Nicht schlecht. Hier auf der Y-Achse stimmt irgendwas nicht. Und zwar
Hier habe ich ja mal X-Conversion gemacht. Das heißt, ich muss hier natürlich auch mal der Y-Conversion machen. Führe das wieder aus, führe das aus. Und jetzt habe ich hier, so wie ich es erwarte, Gewichtsprozent auf diesen beiden Achsen. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier ein Europium habe, dann sieht es irgendwie gut aus. Steht aber Gewichtsprozent und hier oben 1 mal e hoch minus 5 ist nicht ganz so optimal. Deshalb mache ich jetzt mal auf der Y-Achse ppm. Jetzt habe ich Europium und Gewichts-ppm und dann sieht das Ganze schon deutlich besser aus. Jetzt hätte ich aber gerne noch, möchte ich nicht nur diesen Bastard-Craton darstellen, sondern vielleicht auch mal eine andere Lokalität. Und deshalb möchte ich ein weiteres Dropdown-Menü, wo ich noch die Lokalität aussuchen kann. Und das möchte ich ganz am Anfang, ganz hier oben. Das heißt, bei Interact muss als erste Variable Locality hin. Und das soll auf eine Liste zugreifen, die heißt Localities. Und diese Liste mache ich hier mal kurz, Localities. Und das soll jetzt sein, einmal dieser Bastard-Craton. Dann auch West African Craton und dann noch Tanzania Craton Archean. So, und dann müssen diese Localities natürlich auch hier oben in diesem Befehl auftauchen als erstes, denn bei Interact ist es ja die erste Variable, die reingegeben wird in den Befehl. Also muss Localities hier hin. Und jetzt möchte ich, dass hier in diesem Befehl die entsprechende Datenbank geladen wird. Das heißt, ich brauche diesen Befehl hier oben, wo die Datenbank geladen wird, hier in dem Befehl drin. Und das war es auch schon. Außer, dass es nicht Localities heißt, sondern Locality. So steht es ja auch hier unten in dem Befehl drin, Locality. Localities war ja diese Liste hier, aber hier ist Locality. Das Locality und hier auch. So, und jetzt soll ich ein weiteres Dropdown-Menü bekommen. Jetzt muss ich den Befehl erstmal wieder ausführen. Führe ich dann aus. Führe das hier aus. Und jetzt bekomme ich hier ein weiteres Menü. Jetzt kann ich hier XY-Daten, vielleicht wieder Silizium oder machen wir mal Aluminium, Natrium, damit wir mal was anderes haben. Jetzt kann ich hier oben auswählen, statt Bastard Craton, West African Craton und bekomme die Daten davon. Oder den Tanzania Craton und bekomme dessen Daten hier sofort dargestellt. Und dann möchte ich vielleicht noch, hier ist die Funktion oder hier ist die Zeile, wo der Plot dargestellt wird. Und dann mache ich hier noch ein Label ran. Und dieses Label ist einfach nur die Locality. Jetzt fängt man an zu sehen, warum die ganzen Variablen gut sind. Denn Locality steht hier oben, brauche ich dann hierfür und dann noch an dieser Stelle. Und dann gebe ich noch eine Legende aus. Legend. Und die Location davon soll sein, mach mal Lower Right. Führe ich das aus. Dann führe ich das hier wieder aus. Und dann steht hier unten noch die Locality. Und wenn ich jetzt hier wieder Natrium gegen Europium plotte und Europium vielleicht als als ppm haben möchte, auf die X-Achse ist Europium, das soll jetzt ein ppm sein. Und jetzt suche ich mir nicht den Bastard, sondern den West African Craton aus oder den Tanzania Craton. Und dann ist es natürlich ganz fantastisch hier, weil jetzt kann ich verschiedene Datenbanken instantan darstellen, kann verschiedene Einheiten mir hier aussuchen und so weiter. Natürlich könnte ich das jetzt erweitern, an der Stelle höre ich aber auf, ich könnte es erweitern und noch alles in einem Diagramm darstellen und so weiter. Das ging natürlich alles auch. Aber das soll mal ein erstes Programm sein für das Ganze hier, um zu zeigen, wie es funktioniert. Und diese Zeile kann natürlich jetzt auch weg. Und dann ist alles, was wir übrig haben, dieser eine Befehl und das hier unten. Und das war's, um das hier zu erreichen. Also das lässt sich mit diesen interaktiven Elementen, mit den Befehlsdefinitionen, mit if und else und so weiter wunderbar darstellen.